Frau Mitchell, in Ihrem Forschungsfeld befassen Sie sich als Teilkomponente mit Wasser 4.0, mit intelligenten Pumpstationen. Was bedeutet Wasser 4.0 in diesem Zusammenhang eigentlich? Wasser 4.0 ist ein großes Schlagwort. Wir kennen es so ein bisschen aus dem Bereich Industrie 4.0, da gibt es schon länger. Und wenn man das jetzt auf die Wasserinfrastruktur übersetzen möchte, dann verstehen wir darunter oder auch generell die Betreiber, dass wir die gesamte Infrastruktur angucken und schaffen durch intelligente Lösungen, dadurch, dass wir den Grad der Intelligenz im System erhöhen, den Betrieb zu optimieren, Potenziale rauszuholen, die wir sonst nicht rausholen könnten. Abwassersysteme sind sehr komplex, sie sind unter der Erde, sie sind sehr alt. Das heißt, wir können sie nicht jederzeit erneuern und an sich wandelnde Herausforderungen und sich wandelnde Bedingungen anpassen. Zum Beispiel zunehmende Starkregenereignisse beim Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Bevölkerungsschrumpfung. Das heißt, um das zu umgehen, dass wir teure Anpassungen unternehmen müssen, kann man mit kleinen intelligenten Lösungen das System optimieren. Und darum geht es bei Wasser 4.0. Und wenn man sich jetzt konkret den Ausschnitt Pumpen anguckt, Pumpstationen, dann geht es darum zum Beispiel, dass die Pumpstationen untereinander vernetzt sind und nicht nur jede Pumpstation einzeln betrachtet wird, sondern Informationen aus dem System rundherum auch mit in den Betrieb eingebunden werden. Zum Beispiel, wie läuft der Betrieb gerade in den Pumpstationen stromaufwärts oder stromabwärts? Wie sieht es auf der Kläranlage aus? Kann sie mehr Abwasser sozusagen bekommen oder nicht? Ist sie gerade schon überlastet? Wie sieht es vielleicht mit dem Wetter aus? Ein Aspekt wäre zum Beispiel, Starkregenereignisse, also Niederschlagsprognosen mit einzubinden, weil dann natürlich ein viel besserer vorausschauender Betrieb möglich ist, was einerseits Energie sparen kann, Umweltbelastungen reduzieren kann und generell den Betrieb vergleichmäßigen kann. Jetzt haben wir ja schon einige Sachen gehört. Was sind denn so konkrete Herausforderungen? Eine konkrete Herausforderung, die Abwasserbetreiber in Berlin und Deutschland und auch weltweit vor große Herausforderungen stellt in den letzten Jahren, ist die sich wandelnde Abwasserzusammensetzung. Wir wissen sehr viel über die chemische Zusammensetzung, da ist Abwasser ganz gut beschrieben, aber über die physikalische Zusammensetzung wissen wir sehr wenig. Was ist denn wirklich drin im Abwasser? Und ein Problem, was jetzt zunehmend auftaucht, sind die Feuchttücher, die wir im Abwasser finden. Das sind zum einen zum Beispiel feuchtes Toilettenpapier oder Babytücher, Kosmetiktücher, diese ganzen Wegwerfprodukte, die verwendet werden und dann teilweise über die Toilette entsorgt werden. Und die haben das Problem, dass sie nicht aus Papier sind, wie normales Toilettenpapier, sondern aus Fließstoffen. Das heißt, sie sind so verwoben und so hergestellt, dass sie nicht sich leicht zersetzen wie Papier oder leicht zerreißen, sondern wirklich im Laufe des gesamten Abwassertransports intakt bleiben. Sie lassen sich schön dehnen und strecken, sodass wirklich große Konglomerate bilden, die dann auch die allergrößten Pumpen zum Erliegen bringen können. Herr Gerlach, um diesen genannten Problematiken entgegenzuwirken, können intelligente Pumpstationen jetzt eingesetzt werden. Wie würden diese eingesetzt werden oder wie sieht denn eine intelligente Pumpstation aus? Genau, zum einen wäre also eine intelligente Pumpstation eine Pumpstation, die mit ihren Nachbarpumpstationen auch kommunizieren kann. Das heißt, wenn man einen Betrieb erzeugen kann, wo Pumpen beispielsweise abwechselnd in das System einfördern, kann man so schon schlagartig die Effizienz von dem Gesamtsystem erhöhen, weil nämlich bei weniger Förderung auf ein Drucknetz der Widerstand in diesem Netz geringer ist und dadurch durch die verminderte Reibung, die dann stattfindet, einfach mit gleichem Aufwand viel mehr zu fördern ist, wenn man also Pumpstationen einzeln fördern lässt, statt beispielsweise parallel, wenn es also steuerungstechnisch abbildbar ist. Und ein zweiter Ansatz ist natürlich, dass eine Pumpstation, die intelligent ist, natürlich Zustände, Betriebszustände erkennen kann, unter anderem auch Fehlerzustände. Das heißt, dass sie auf anbahnende Verstopfungsereignisse mit geeigneten Gegenmaßnahmen reagieren kann. Wie würden solche Gegenmaßnahmen oder Reaktionen einer Pumpe aussehen können? Also wir reden ja immer von Verstopfung von Pumpen durch die Feuchttücher, die ja meine Kollegin Frau Mitchell schon beschrieben hat. Das heißt, man muss einmal erkennen, dass so eine Verstopfung sich anbahnt. Das kann man erkennen an Betriebsparametern wie dem Durchfluss, der Förderhöhe an der Pumpe. Man kann aber auch, wenn die Informationen nicht zur Verfügung stehen, über eine intelligente Sensorik, über das Drucksignal selbst mit einer feinen zeitlichen Auflösung versuchen, über bestimmte Analysen die Verstopfung
Verstopfung zu erkennen und dann eine geeignete Gegenmaßnahme einleiten. Das sind hier als aktive Gegenmaßnahmen zwei Maßnahmen konkret untersucht worden an diesem Fachgebiet. Das eine ist das sogenannte Rückspülen, wo man also über eine zweite zur Verfügung stehende Pumpe oder ein Druckreservoir, ein Behälter mit Wasser, Material, was sich also im Eintritt der Pumpe angesammelt hat, als Verstopfungsmaterial wieder rückwärts aus der Pumpe rausdrückt, im Endeffekt durch ein Zurückfördern mit Wasser. Und die zweite Variante wäre die sogenannte Reinigungssequenz, wo Parameter vorgegeben sind im Pumpenbetrieb, dass die Pumpe dann bei erkannter Verstopfung über eine Vorwärts-Rückwärts-Drehzahlkombination dann dieses Material, was sich in der Pumpe befindet, auflöst, zerschreddert und es dann abgefördert werden kann. Das heißt, bei dem einen würde das Material zurück in den Saugraum transportiert und bei dem anderen würde es wirklich in seinem Zusammenhang aufgelöst werden und dann abgefördert werden. Nach diesem Interview gingen Herrn Gerlach und wir in die Forschungshalle und ließen uns die selbstständige Reinigungssequenz anhand einer transparenten Pumpe zeigen und erklären. Und als Gegenmaßnahme haben wir jetzt die Reinigungssequenz zur Verfügung. Das heißt, ich drücke jetzt hier den Knopf Reinigungssequenz Start. Dann stoppt jetzt die Pumpe, dann wird einmal die Pumpe vom Rohrleitungssystem getrennt, indem ein Schieber zufährt, das dauert jetzt einen Moment und danach startet dann diese Drehzahlsequenz, um die Pumpe zu reinigen. Danach müssen wir diesen Schieber wieder öffnen und dann wird das Material abgefördert und das sieht man dann sehr gut an der Pumpe. Jetzt los, jetzt dreht die Pumpe vorwärts. Man sieht jetzt hier einen großen Wirbel vorne in dem Saugrohr. Man sieht, dass keine Strömung stattfindet, weil wir ja auf der Druckseite den Schieber geschlossen haben. So, dann sieht man jetzt, wie Material, was vorher in der Pumpe vorne im Saugmund war, nach vorne rauswandert, aufgrund der Rückströmung in dem Laufrad. Jetzt dreht die Pumpe rückwärts. Jetzt findet auch so eine Zerschreddung von dem Material statt. Jetzt stoppt die Pumpe. Und jetzt müssen wir den Schieber öffnen und dann fördert die Pumpe raus. Das sieht man jetzt hier unten sehr gut.